Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem VDE Kniepex-Sangen in Rot-Gelb und HD. Nichts riskieren, abonnieren und schon kann's losgehen. Aufmerksame Zuschauer meines Kanals haben es schon festgestellt, dass wir uns in den letzten Wochen ganz intensiv mit den tollen Produkten der Firma Kniepex auseinandergesetzt haben. Als erstes ging es um diese Zangen mit den getauchten Griffen. Wir haben herausgefunden, für was die Nummer hier hinten steht. Und dass es verschiedene Oberflächen gibt und verschiedene Veredelungen von denen. Ja, phosphatierte, adamantierte, Chromvanadin und so weiter. Und dann haben wir uns mit einem anderen Typ, mit den zwei Komponentengriffen, auseinandergesetzt. Ich verlinke euch das Video mal da oben rein. Und heute geht es um die gelb-rote Fraktion. Und alle Elektroinstallateure, Obermonteure und was es so gibt, die mit diesen Zangen in Kontakt kommen, denn ihr Herz schlägt jetzt höher, weil das so tolle Tools hier sind. Das kann ich echt sagen, das sind richtig leckere Werkzeuge mit dabei. Um die geht es gleich, aber vorher noch ein bisschen zur Theorie, was es damit auf sich hat. Und zwar gibt es eine Norm, die DIN EN 50110-1. Und die besagt, dass für alle Arbeiten an elektrischen Maschinen und Anlagen, die nicht durch Ziehen eines Steckers vom Netz getrennt werden können, besondere Sicherheitswerkzeuge eingesetzt werden müssen. Und diese Sicherheitswerkzeuge bzw. die Eigenschaften, die elektrischen, die geometrischen und die mechanischen Eigenschaften, werden in einer bestimmten Norm der DIN EN IEC 60900 beschrieben. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen weiter ausholen. Also VDE-Werkzeuge, ich sage immer, das ist der Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Industrie und Informationstechnik. Halt, war falsch. Heißt Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. Okay, und das IEC steht für International Elektrotechnical Commission. Und dies steht für das Deutsche Institut für Normung und die N für Europäische Norm. Ganz schön aufwendig. Und wenn man eben diese Bestimmungen befolgt, dann kann man arbeiten unter Spannung. Und sonst sollte man das tun, nichts unterlassen sollte man sowieso, weil die erste Regel ist immer frei machen. Und wenn man das nicht macht und bis 1000 Volt, ja, da geht schon was, die werden mit 10.000 Volt geprüft und man kann damit an AC 1000 und DC sogar 1500 Volt schrauben, weil die eben elektrisch isolierend sind und hier so einen Abrutschschutz haben, der ist größer als bei den blauen, wenn man die mal nebeneinander hält, dann sieht man das, da kann man quasi nicht abrutschen und einfach so an Strom hinkommen, weil dann wird es gefährlich, das will man auf jeden Fall tunlichst vermeiden. Deswegen soll man das auch den Profis überlassen, was da passiert. Ich weiß nicht, vielleicht finde ich es meist drunter. Und das Video, da habe ich mal gesehen, es war so ein armer Inder, der ist auf dem Zug balanciert und wollte sich dann an der Oberleitung festhalten. Dann ist natürlich der Blitz in ihn reingefahren und das ganze Wasser ist aus seinem Körper verdampft. Ja, das ist natürlich nicht so toll. War dann am Schluss wirklich nur noch ein Stückchen Kohle. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es geht jetzt um diese tollen Werkzeuge, die vor uns liegen. Eins möchte ich noch sagen, das habe ich euch noch nicht verraten, und zwar haben die auch immer eine Prägung. Und hier seht ihr GV, und das sind zwei Buchstaben, die sagen was aus über den Schmiedezeitpunkt. Das ist quasi eine Losnummer, die Kniepex eingeführt hat, um hier, wie sagt man so schön, Qualitätskontrolle zu betreiben. Aber jetzt war es genug der Theorie, jetzt gehen wir in die Praxis und ich möchte euch mal diese tollen Werkzeuge zeigen, die hier liegen. Es gibt auch noch andere tolle Werkzeuge von Kniepex, zum Beispiel Messer. Und da habe ich den Tipp bekommen, hey, da gibt es auch das Abmantelwerkzeug, wo hier vorne die Linse dran ist. Da kann man richtig schön dicke Querschnitte damit abisolieren. Und die Farben sagen auch wieder aus, GS-TÜV geprüft, VDE-Bestimmungen, Vorsicht nicht schneiden, IEC 60900 stehen hier. Ja, made in Germany und bis zu 1000 Volt. Und was die zwei Dreiecke sagen, das weiß ich gar nicht. Muss ich nochmal schauen. Ich habe nämlich mir die Norm schon mal ein bisschen reinzogen, jetzt, dass ich hier kein Quark verziele. Das ist mir auch wichtig. Okay, und jetzt gehen wir aber einfach von links nach rechts durch. Eine tolle VDE-Zange mit Abrutschschutz ist hier diese, hier steht es 08, 26, 145 ist die Größe, das wisst ihr. Ist diese Halbrund-Kombi-Zange. Wir haben auch schon festgestellt, dass da vorne ist ein Schlitz und da hinten
ein Seitenschneider. Und wieso das so ist, das könnt ihr in den anderen Kniebex-Videos rausfinden. Als Autolle Zange, weil man halt schön klein in die Ecken kommt. Nicht zu verwechseln mit den dicken Kombizangen, da gibt es auch zwei. Da haben wir die nämlich gleich durch. Lineman-Pliers habe ich jetzt leider keine. Also ich habe eine, aber nicht VDE-konform. Ich halte die da mal hin, dass wir den Größenvergleich haben. Ich bitte auch die Schnelle. Da ist das Gerät, das Ding. Ja. Also wer Heavy Duty haben mag, habt ihr mal die vier Größen im Vergleich. Ist doch heftig, oder? Damit kann man richtig reißen. Aber darum soll es gar nicht gehen, habe ich im anderen Video schon vorgestellt. Also Kombizangen gibt es tolle, immer mit dem Brennerloch. Und dann ist es immer so, dass die Seitenschneider, die da hinten verbaut sind, zugehen und vorne ein kleiner Spalt ist, der ist auch genormt. Habe ich schon wieder zu viel verraten. So, und jetzt eins eurer Lieblingstool, das Elektroinstallationstool. Das kann man hier aufmachen. Dann hat es da unten eine Kabelschere. Man kann hier abisolieren 0,7 bis 1,5 und 2,5 Quadrat. Man kann hier grimpen. Kann das lesen von 0,5 bis 2. Es hat ein Brennerloch, um die Brennerdüse vom Schweißgerät abzuschneiden. Und da das hier überlappt, ist auch cool, schließt die Zange vorne komplett. Und weil die da überlappt, geht die vorne auch ganz zusammen. Das ist übrigens die 1396-200 und diese Halbrund-Kombi-Zange, das war die 0826-145. Ja, das sind immer die Größen. So, dann habe ich noch eine für die Dose. Auch ein richtig tolles Teil. Die kann 1,5 Quadrat und 2,5 Quadrat entmanteln. Und hier für diese NYY-Kabel kann man da schön tief in die Dose rein notteln und dann die Isolierung runterziehen. Und einen Seitenschneider hat sie auch noch dabei. Auch ein geniales Tool. Und dann die hier, ist mir schon ganz früh begegnet, kann man schön einstellen mit so einem tollen V-Klinge da vorne, wie dick der Draht ist, und kann abmanteln. Und außerdem hat die auch noch ein tolles Kabelmesser dabei. Das ist neu. Früher gab es das eine 2 in 1, ist die 1366-180. Und dann gibt es, muss ich so rum zeigen, eine kleine Grimmzange, die geht von 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5 und 2,5. Und da gibt es eine neue. Das hier ist die 97-68-145A und das ist die 97-78-180 und die kann von 0,25, 0,5, 1, 1, 5, 2, 5, 4, 6, 10 und 16 Quadrat. Also wenn man die dabei hat, kann dann eigentlich nichts mehr passieren, grimmtechnisch. Dann gibt es die kleinen Superknips mit Feder hier hinten, Inox, irgendwie 56 HC Rockwell, also Feder hier hinten, hat man vielleicht nicht gesehen, und da vorne so eine Doppelschliff, dass man schön auch abzwickeln kann. Tolle Zange. Und es gibt auch noch, also die hier ist VDE, die hier ist ESD mit schwarz-grauen Griffen. Ja, die leitet aber den Strom. Ne? Nicht verwechseln, die hat hier eigentlich nichts verloren. Und zwar hochohmig, dass kein Funke entsteht. Dann gibt es die Seitenschneider, die toll parallel geführt sind. Ja, wo wir richtig Ivan im Ärmel haben. Es gibt den Kraftseitenschneider, der ist noch ein bisschen größer. Das ist hier der 74-0680 und der andere war der 73-0660. Der ist nicht parallel geführt, aber trotzdem ein Schmankerl. Und dann sind wir schon in der oberen Reihe angekommen. Es gibt diese Spitzzangen oder Radioinstallationszangen, und die gibt es auch. Das ist die 226-16-200. Die gibt es auch 226-26-200 gebogen, also Radiozange, da kommt man schön ins Eck damit rein. Und dann gibt es eine richtige Flachzange, ist euch vielleicht noch ein Begriff aus meinem Video Hallo Flachzangen. Zuhörer eines Vortrags können sich den ersten Satz eh nicht merken, also war nicht böse gemeint. Und da gibt es halt eine tolle Flachzange, die kann aber auch nur Flachzange, die hat keinen Seitenschneider, aber dafür kann man hier schön reißen. Und dann gibt es natürlich Deluxe, hier den Zangenschlüssel. Und zwar, wenn wir schauen, ist das ein 250er, bis zur Schlüsselweite steht ja auch oben, 52, wo man eben auch schön bestromt schrauben kann, arbeiten kann. Es gibt die Cobra, ja, so wie ihr sie kennt, schön in Chrom-Manadin, GV haben wir schon kennengelernt. Auch 250er mit Abrutschschutz, tolle Sache. Und es gibt die Oldschool Cobra, das sind die 88er, die hat 19 Möglichkeiten, wo man einstellen kann. Naja, was euch halt lieber ist, auch beide
parallel geführt. Tolle Werkzeuge. Und das Riesenkabelmesser. Kabelmesser ist das hier. Da gibt es auch zwei Varianten. Eben als Messer. Und dann Messer mit Linse. Da kann man auch schön die dicken Kabel entmanteln. Oh, tolle Werkzeuge. Schön zwei Komponenten. Hier ein bisschen weicherer Kunststoff, hier ein harter. Da kann man gut damit arbeiten, ohne dass einem die Hand abfällt. Und dann halt, last but not least, die zwei Kombizangen. Hat man ja schon am Anfang. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist eine Zange für euch dabei. Die sind alle unten alle verlinkt. Und dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, nichts riskieren, abonnieren. Bis bald. Ciao.